Für Sina und Lutz bricht eine Welt zusammen. Sie sind absolut ratlos und fühlen sich von dem Ganzen total überfordert. Für die Tevels ist das der schrecklichste Moment ihres Lebens. Doch es kommt noch viel schlimmer. Was machen wir denn jetzt? Wenn ich das nur wüsste. Ich weiß nur, dass ich es hätte verhindern müssen. Ja, wie denn? Du hast doch gehört, was die vom Jugendamt gesagt haben. Hätten sie die Polizei rufen sollen? Dann hätten sie uns Farid aus unseren Händen gerissen. Das wäre für ihn noch viel schlimmer gewesen. Du hast ja recht. Aber was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, ist, ich meine, wir haben ihm kein Geld gegeben. Und wer hat diese scheiß E-Mail denn geschrieben? Dreimal darfst du raten. Das war der Adel. Weil wir ihm kein Geld gegeben haben. Der ist sauer. Jetzt will er sich an uns rächen. Ich den Typ erwische. Ich mach den Kopf kürzer. Ich vermisse Farid jetzt schon. Ich habe ihm noch nicht mal sein Teddybär geben können. Der kann doch ohne den Teddy nicht einschlafen. Schatz, ich will ihn wieder haben. Komm, du musst dich beruhigen. Unserem Anwalt wird mit Sicherheit was einfallen, was wir da machen können. Guten Tag, die Polizei. Sind Sie Sina und Lutz Tevel? Ja. Ja, gut. Lutz Tevel, was gibt's denn überhaupt? Ja, uns liegt eine Strafanzeige wegen versuchten Kinderhandel gegen Sie vor, ja? Nehmen Sie sich bitte was zum Anziehen, Sie kommen jetzt mit zur Dienststelle. Das kann doch gar nicht wahr sein, wir haben nichts getan. Ja, ist okay. Können Sie uns auf der Wache erziehen? Kommen Sie bitte mit. Ach, schön Scheiß. Ich muss kurz unseren Anwalt anrufen. Der ist auf dem Weg hierhin, der kann ja dann direkt zur Wache. Ja, ich kann ja gute Idee, machen Sie das. Unterwegs anrufen. Können Sie auch von unterwegs machen. Okay. Ja. Lutz und Sina Tevel wurde ihr syrisches Adoptivkind Farid vom Jugendamt weggenommen, weil ihnen versuchter Kinderhandel vorgeworfen wird. Nach Lutz' verzweifeltem Hilferuf ist Ralf Vogel sofort aufs Präsidium gefahren, um seine Mandanten zu verteidigen. Doch der ermittelnde Beamte Volker Grube ist hartnäckig. Also wissen Sie, was ich für äußerst bedenklich halte? Dass Sie meine Mandantschaft aufgrund einer solchen anonymen E-Mail hier einfach vorführen lassen. Die stammt auch noch von einem Mann, der meine Mandanten bisher nur belogen hat, um an ihr Geld zu kommen. Er hat ihnen Angst gemacht, dass sie ihr Kind verlieren und wollte sie so erpressen. Wenn Sie jemanden festnehmen wollen, dann schnappen Sie sich den Kerl. Ja? Aber nicht meine Mandantschaft. Abgesehen davon, haben Sie mal überprüft, überhaupt von welcher IP-Adresse diese E-Mail stammt? Ja, selbstverständlich. Und unsere Ermittlungen haben halt ergeben, dass dieser Rechner, der zu dieser IP-Adresse gehört, dass der in einem Internetcafé steht. Das sagt doch schon alles. Wir wissen nichts über diesen Herrn Adel. Wir wissen auch nicht, ob er der Vater von Farid ist. Daran habe ich übrigens größten Zweifel. Als ich ihn gebeten habe, einen Vaterschaftstest zu machen und uns zu beweisen, dass er der Vater ist, so hat er glatt abgelehnt, nicht wahr? Genau, es gibt überhaupt gar keinen Grund, diesen Vaterschaftstest nicht zu machen. Es sei denn, er ist überhaupt nicht Farids Vater. Kann ja schon sein. Aber er schreibt in seiner E-Mail, dass er richtig, richtig Angst hat. Richtig große Angst. Und zwar, weil Sie beide, Ihre Mandanten, haben ihm nämlich erzählt, dass man ihm als syrischen Flüchtling hier in Deutschland kein einziges Wort glauben würde. Bitte? Dieser miese Lügner, sowas hätte mir niemals gesagt. Außerdem schreibt er, dass sie ihm 9.865 Euro für seinen Sohn und für sein Schweigen gezahlt haben. Ja? Jetzt hat er aber so ein schlechtes Gewissen bekommen, so kalte Füße quasi, dass er sich trotz seiner Angst an die Polizei gewandt hat. Ja? Weil er nämlich nicht will, dass sein Sohn bei Menschen wie ihnen aufwächst. Jetzt reicht's! Wir haben denen kein Geld gezahlt. Und wir sind auch keine schlechten Menschen. Und wie erklären sich dann, dass genau diese Summe, diese 9.865 Euro, vor einigen Tagen von Ihrem Konto abgebucht wurden? Von ganz anderen Gründen. Der Anwalt macht dem Beamten klar, dass Sina nur helfen wollte und eine Geldübergabe nie stattgefunden hat. Dank Ralf Vogels Einsatz dürfen die Tevels schließlich gehen. Wie kriegen wir denn jetzt unseren Sohn Farid wieder? Na gut, zunächst müssen wir erstmal ihre Unschuld beweisen. Und dazu schlage ich vor, müssen wir Herrn Adel finden. Und mein Privatdetektiv ist auch schon dran. Und dann werde ich bei Gericht jetzt erstmal einen Antrag auf Verbleibensanordnung stellen. Denn Sie müssen doch Farid so schnell wie möglich zurückbekommen. Und jetzt fahre ich in die Agentur und erkundige mich da mal, warum nämlich dieser Herr Adel ihre Adresse hat. Woher hat er die denn, wenn ich von der Agentur? Ich komme mit. Machen wir das. Okay. Dass diese Betrüger jetzt auch noch meine Mandantschaft hier anschwärzen, ist wirklich ein starkes Stück. Das ist eindeutig eine Rachereaktion darauf, dass die Familie Tevel nicht bezahlt hat. Aber so leicht werde ich sie nicht machen. Ich werde diesen Adel finden und ihn zur Rechenschaft ziehen. Für den Polizeibeamten stehen die Tevels weiterhin im Verdacht, Kinderhandel zu betreiben. Ralf Vogel muss daher schnellstmöglich beweisen, dass seine Mandanten unschuldig sind. Er bittet Ronny Bauer, weiter nach Adel zu suchen. Der Privatdetektiv klappert sofort die Berliner Flüchtlingsheime ab, in der Hoffnung, den gesuchten Mann zu finden. Hallo, entschuldigen Sie, arbeiten Sie hier? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Bauer, mein Name. Privatermittler. Vielleicht hätten Sie einen kurzen Moment für mich? Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
Und zwar bin ich gerade auf der Suche nach diesem Herrn hier. Kennen Sie den vielleicht? Ist mir bekannt als Adel. Den kenne ich. Ah, das ist nicht Adel, das ist Nadim. Das ist nicht Adel, wirklich. Okay. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich den finden kann? Tut mir leid, aber der wohnt hier nicht. Nadim ist schon seit 2 Jahren in Deutschland und hilft hier manchmal ehrenamtlich aus, so mit Übersetzungen und so. Mhm. Wissen Sie, er hat nämlich schon in Syrien als Dolmetscher gearbeitet. Interessant. Haben Sie vielleicht dann noch irgendwelche andere Informationen über Familienangaben, Familienangelegenheiten oder so ein Farid vielleicht? Nee, damit bin ich überfragt. Tut mir leid. Und vielleicht den Nachnamen, Adresse, irgendwas, was mir weiterhelfen könnte? Leider nein, wie gesagt. Er ist ein freiwilliger Helfer und muss sich hier nicht anmelden. Wir sind hier schließlich für jede helfende Hand dankbar. Aha, verständlich. Gut, dann hätte ich eine kleine Bitte an Sie. Also ich würde Ihnen gerne mal eine Karte hier lassen. Und wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie mich vielleicht einfach anrufen? Sollte er wieder auftauchen? Okay, aber ich hoffe, er hat keinen Dreck am Stecken, oder? Nein, nein, wir wollen nur mit ihm reden. Gut, ich rufe Sie dann sofort an, wenn ich ihn sehe, ja? Wunderbar. Okay, ich danke Ihnen. Ne? Ja. Ja, bau meine Arbeit und einfach anrufen, ja? Alles danke. Klar. Tschüss. Tschüss. Ronny Bauer informiert sofort den Rechtsanwalt. Für Ralf Vogel gibt es nur noch eine Möglichkeit, wie Nadim an die Adresse der Thewes herangekommen ist. Er verdächtigt die Adoptionsagentur und will die Inhaberin Gabi Kramer gemeinsam mit seiner Mandantin zur Rede stellen. Dass Sie sich überhaupt noch mal hierher trauen. Entschuldigung, aber meine Mandantin ist unschuldig. Dieser angebliche Kindesvater ist ein Betrüger, der von Anfang an nur das Geld von meiner Mandantin ran wollte. Sie wollten also doch für das Kind zahlen. Das ist unterste Schublade. Wenn man bedenkt, wie viele Familien auf ehrliche Art und Weise versuchen, an ein Kind zu kommen. Was wollen Sie jetzt hier eigentlich? Das mischen Sie sich hier ein. Kommen wir zurück zu Nadim. So heißt übrigens dieser Adel wirklich. Das Einzige, was stimmte, war die Adresse meiner Mandantschaft. Und das wundert mich doch schon sehr. Woher hat er denn diese Adresse? Vielleicht von Ihnen? Kennen Sie vielleicht diesen Nadim? Also ich kenne den Mann nicht. Ja, ich kenne den auch nicht. Und was unterstellen Sie mir hier überhaupt? Dass wir persönliche Daten unserer Klienten weitergeben? Das ist ja wohl eine Frechheit. Sowas würden wir nie tun. Und außerdem waren es die Thewes, Ihre Mandanten, die ein Baby kaufen wollten. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir wollten diesem Vater doch nur helfen. Außerdem, also die Polizei, die glaubt auch schon lange nicht mehr daran, dass meine Mandantschaft hier einen Kinderhandel betreibt. Ich werde noch heute einen Antrag bei Gericht auf Verbleibensanordnung stellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit durchkommen werden. Für mich zählt hier ausschließlich das Wohl des Kindes. Und außerdem hat das Gericht festgestellt, dass die Sterbeurkunden im Fall Farid gefälscht sind. Und solange wie überhaupt nicht erwiesen ist, dass Farid ein Waisenkind ist, passiert es schon mal gar nichts. Sagen Sie mir doch einfach, wo er ist und wie es ihm geht. Ich mach mir doch Sorgen. Ich meine, der ist ja bei fremden Eltern. Der ist ja total verängstigt. Diese Informationen, Frau Thewes, sind unter Verschluss. Machen Sie sich keine Gedanken, er ist in guten Händen. Hier stinkt doch was zum Himmel. Ich werde jetzt selbst zur syrischen Botschaft fahren und mir die Sterbeurkunde besorgen. Und dann werde ich beweisen, dass die Familie Thewes es verdient hat, ihren Sohn zurückzubekommen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber bis dahin bleibt Farid bei seinen neuen Pflegeeltern. Und jetzt bitte, Sie dürfen gehen. Da ist die Tür. Ich begleite Sie hinaus. Ach, Scheiße, ich habe meine Tasche noch vergessen. Ich komme gleich nach. Ja. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling off. Sina will sich nicht länger verbieten lassen, Farid zu sehen. Sie hat herausgefunden, dass die Eheleute Ruth und Heiko Felbert die Pflege für ihren Adoptivsohn übernommen haben. Die Thewes halten die Sehnsucht nach ihrem kleinen Jungen kaum noch aus und beschließen, zum Haus der neuen Pflegefamilie zu fahren. Hallo. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung, aber wir müssen einfach zu Farid. Wir haben die Adoptionspflegschaft für den kleinen Farid. Wir wollen einfach mal hören, wie es ihm geht. Ja. Da müssen Sie also die Thewes sein. Ja. Sie wissen aber schon, dass Sie nicht hier sein dürfen, oder? Bitte verstehen Sie es doch. Wir vermissen unseren kleinen Jungen und wir wollten ihn einfach sehen. Ich habe auch sein Plüschteddy mitgebracht. Ohne den kann er doch nicht schlafen. Bitte lassen Sie uns ihn nur ganz kurz sehen. Wir sind sofort wieder weg. Wirklich. Das tut mir leid. Wir haben strikte Anweisungen. Sie dürfen hier nicht rein. Nein, woher haben Sie denn die Adresse überhaupt? Ja, hier, schreibt Sie dürfen gar nicht wissen, wo Farid ist. Sie können nicht einfach hier zu uns reinstürzen. Wer sind Sie überhaupt? Hallo, das geht nicht. Zu meinem Sohn. Sie sehen, dass wir verengt sich der Eltern. Die Frau vom Jugendamt hat uns doch die das Kind. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Und das können wir auch beweisen. Also damit haben wir nun wirklich nichts zu tun.
Und das werden wir definitiv den Jugendamt melden. Und jetzt raus hier, sonst rufe ich die Polizei. Teddy, dann aber bitte seien Sie gut zu ihm, bitte. Schatz, wir müssen gehen. Es zerreißt mir das Herz, dass unser kleiner Junge jetzt da bei fremden Leuten ist. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich meine, ich hoffe, dass unser Anwalt, Herr Vogel, das wirklich bald hinbekommt. Ich drehe sonst noch durch. Der Jurist hat inzwischen einen Antrag auf Verbleibensanordnung gestellt, um Farid bis zur endgültigen Klärung der Sachlage wieder bei den Thewes unterzubringen. Doch damit das Gericht dem Antrag zustimmt, dürfen sich Sina und Lutz nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und das will ihnen der Jurist noch mal in aller Deutlichkeit klar machen. Denn das Jugendamt hat ihn über ihren Besuch bei den Felberts informiert. Herr Thewes. Hallo. Ja. Frau Thewes, guten Tag. Hallo. Ja. Setz dich doch bitte mal hin. Ich muss mal ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Ich nehme an, Sie haben schon gehört, was passiert ist. Das Jugendamt hat mich angerufen und mir gesagt, dass Sie unangemeldet bei den neuen Pflegeeltern von Farid eingetroffen sind. Ja, das war keine gute Idee, glauben Sie mir. Wir haben unseren Sohn vermisst. Wir konnten in dem Moment einfach nicht anders. Das ist einfach nicht fair, dass wir nicht zu Farid dürfen. Das müssen Sie verstehen. Die Behörde hat Farid vorübergehend an sich genommen, bis der ganze Sachverhalt geklärt worden ist. Und mit Ihrer eigenwilligen Aktion haben Sie auch meinen Antrag auf Verbleibensanordnung gefährdet. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Halten Sie die Füße still. Machen Sie, was ich Ihnen sage. Keine unüberlegten Aktionen. Das, was ich nicht verstehe, ist ja, die Adoptionsagentur, ja, und das Jugendamt glauben einer x-beliebigen anonymen E-Mail mehr als uns. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nein, das tun Sie doch gar nicht. Die Behörde, die musste nur auf Nummer sicher gehen. Es geht hier um ein Menschenleben. Und da kann sie nicht einfach so nicht reagieren. Sie war verpflichtet dazu, das zu tun. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, ich will auch, dass er gut untergekommen ist. Aber wir sind gute Menschen. Ja, glaube ich Ihnen. Ah, mein Telefon. Ja? Aha. Er ist da eingetroffen. Gut. Ja, ich komme gleich rüber. Halten Sie ihn fest, wenn er gehen will. Gut, danke. Tschüss. Mein Privatdetektiv wird angerufen. Dieser Adel ist jetzt tatsächlich dort in Flüchtlingsheim aufgeschlagen. Ja. Das müssen wir schauen, dass wir den vielleicht stellen können. Ich fahre sofort los. Okay, alles klar. Sie halten uns auf dem Laufenden, ja, bitte. Machen wir. Okay, alles klar. Alles klar. Ich rufe dann an. Ralf Vogel will Nadim zur Rede stellen. Er vermutet, dass der Syrer mit jemandem zusammenarbeitet. Jemand, der ihm die Adressen von Paaren mit syrischen Adoptivkindern nennt und sich dann das erschlichene Geld der Familien mit Nadim teilt. Der Anwalt muss nun die richtigen Worte finden, damit Nadim sich ihm anvertraut und nicht flieht. Nadim? Das ist doch Ihr Name, oder? Nein. Zur Sorge, bitte. Ganz ruhig. Was wollen Sie? Keine zur Sorge. Ich will nur reden. Ich will nur mit Ihnen reden. Vielleicht können wir mal in Ruhe zusammen reden. Ja, nehmen Sie ruhig Platz, wenn Sie wollen. Schauen Sie mal. Wie heißt doch Nadim, nicht wahr? Nämlich Adel. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich möchte von Ihnen erfahren, wie diese Masche hier abläuft mit den Familien. Wovon reden Sie? Schauen Sie mal, natürlich müssen Sie nicht mit mir reden. Ich könnte auch die Polizei benachrichtigen. Aber wenn wir der Polizei Bescheid geben, dann wird die ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einleiten. Und ich glaube nicht, dass Sie das wollen. Okay, ich sag's Ihnen nachher alles. Gut. Okay. Also, Sie sind nicht der Vater von Farid, richtig? Nein, das bin ich nicht. Ich heiße Nadim Alseno. So ein Mitarbeiter von der Adoptionagentur hat mir gesagt, dass ich mich bei der Familie, Farids Vater, mich bekannt machen soll, um Geld abzukassieren. Kennen Sie den Namen von diesem Mitarbeiter? Carsten. Carsten Klein. Er hat mir versprochen, meinen Kindern aus Syrien zu holen, aber er hat immer noch nichts getan. Obwohl ich ihm schon dreimal geholfen habe. Nur eine Familie wollte oder konnte nicht zahlen, dann denen wurde auch ihr Kind weggenommen. Herr Alzeno, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Sie hier tun. Das ist eine Straftat, und zwar eine schwerwiegende Straftat. Ja, aber Sie würden das auch gleich machen, wenn Ihre Kinder in einem Kriegsgebiet festsitzen und jemand Ihnen sagt, dass er die da rausholt, wenn Sie ihm helfen. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich denke, Sie sind genauso ausgenutzt worden von diesem Herrn Klein wie meine Mandantschaft.
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass der Mitarbeiter von dieser Agentur irgendwie in der Lage ist, Ihre Familie hier nach Deutschland zu bringen. Das sind leere Versprechungen. Dann war das alles umsonst? Das muss es nicht sein. Wenn Sie jetzt mit mir zusammen zur Polizei gehen, dann können wir zumindest andere Familien davor bewahren, auch Opfer von diesem miesen Betrüger zu werden. Okay, Sie haben recht. Ich tue es. Vielleicht könnten Sie die Namen und die Adressen von den anderen Familien aufschreiben. Kann ich machen. Ich würde die dann dem Herrn Bauer geben. Und Sie fahren dann einfach mal zu den Familien. Und vielleicht sagt ja einer von denen gegen Herrn Klein aus. Das wäre doch ganz hervorragend. Da kommen wir schon mal rein. Während Nadim als Seno sich der Polizei in Begleitung von Ralf Vogel stellt, hat Ronny Bauer die anderen Adoptiveltern aufgesucht. Doch bisher ohne Erfolg. Alle Paare haben Angst, wegen Kinderhandels angezeigt zu werden. Der Detektiv hofft, dass er bei dem letzten Ehepaar, Isabel und Marc Reimann, endlich weiterkommt. Schönen guten Tag. Bauer. Okay. Ich bin Privatermittler. Ich komme jetzt ein bisschen überfallartig. Aber es geht um die Adoption von der Kleinen selber. Vielleicht haben Sie einen kurzen Moment. Kein Redebedarf. Warten Sie mal ganz kurz. Ich ermittle in dem Fall. Und das hat auch mit den komischen Umständen zu tun, mit denen Sie damals bei der Adoption zu tun hatten. Vielleicht haben Sie ein paar Minuten. Es sind vielleicht auch ein paar Erkenntnisse, die Sie interessieren würden. Geht schnell. Da, gut. Vielen Dank. Kommen Sie rein. Einfach mal durchtreten. Mhm. Schatz, kommst du mal bitte? Guten Tag. Hallo. Ja, also bei der Adoption von der Selma damals, würden Sie mir vielleicht ganz gerne mal erzählen, was Ihnen da damals eigentlich passiert ist? Ja, also ich sag mal, vor circa einem halben Jahr haben wir die Adoptionspflegschaft bekommen für unsere Selma und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich wir waren. Ne? Mhm. Tja, bis zu dem Tag, wo dann Ihr angeblich leiblicher Vater hier auftauchte, der irgendwie fälschlicherweise mal für tot erklärt wurde. Das haben Sie ihm abgekauft? Ja, am Anfang schon, ja. Bis er uns seine rührselige Geschichte von seinen Kindern in Syrien erzählt hat, ja. Und dass er irgendwie kein Geld hat, die nach Deutschland zu holen. Wir hatten ihnen da irgendwie angeboten gehabt zu helfen, aber das Problem war, dass wir zu diesem Zeitpunkt gar kein Geld hatten. Und dummerweise hatten wir das dieser Adoptionsagentur auch verschwiegen, dass wir mehrere Kredite zu laufen hatten. Tja. Ja, und dann kam irgendwie raus, dass die Adoptionsgesellschaft einen anonymen Hinweis bekommen hat, dass wir verschuldet sind und ja, dass keiner glaubt, dass wir unserer Selma ein sorgenfreies Leben bieten können. Und dann haben Sie ihn die Kleine wieder weggenommen? Ja, ich vermisse die auch total. Sag doch auch mal was, ich kann einfach nicht mehr. Das ist mir zu viel. Tja, wir wollte keinen Unfrieden reinbringen, Entschuldigung. Ja, aber es... Das zweite Mal noch hat das Thema. Sehen ja, wie meine Frau darunter leidet. Ja, die Leute zum Gespräch zu bewegen, war erstmal gar nicht so einfach. Den Carsten Klein dingfest zu machen, wird keine einfache Sache. Der hat sich immer schön im Hintergrund gehalten, aber den kriegen wir. Noch am gleichen Nachmittag haben die Reimanns bei der Polizei ausgesagt. Das Ermittlungsverfahren gegen die Tewels wurde daraufhin eingestellt. Sina und Lutz sind unendlich erleichtert. Doch dem Anwalt reicht das nicht. Er will Carsten Klein, den korrupten Mitarbeiter der Adoptionsagentur, zur Rechenschaft ziehen. Warum bin ich denn eigentlich hier? Ganz einfach, weil ich die Polizei darum gebeten habe. Das ist Herr Nadim Alceno, der angebliche Kindesvater von Farid. Wie? Ich verstehe nicht so ganz. Ja, das haben wir am Anfang auch nicht. Und vor allem haben wir uns die Frage gestellt, woher denn der Herr Alceno die Adresse und den Namen unserer Mandantschaft hatte. Und das kann ich nur sagen. Der Informant sitzt in Ihrer Agentur. Das ist doch kompletter Unsinn. Ihre Mitarbeiter Carsten Klein hat mich angestiftet. Ich sollte mich bei Paaren, die ein Kind von ihm bekommen haben, als Vater ausgeben und von ihnen Geld erpressen. Und die Tewels waren nicht die Einzigen. Wenn die Familien, so wie Familie Tewel, nicht bezahlt haben, dann hat er Druck ausgeübt und durch Tricks sogar erreicht, dass die Familien dann ihr Kind wieder verloren haben. So wie bei der Familie Reimann. Der Name sagt Ihnen doch noch was, oder? Ja, aber das kann doch nicht sein. Er hat mich ausgenutzt und mir versprochen, meine Familie aus Syrien zu holen, wenn ich ihm helfe. Und das Geld ist komplett an ihm gegangen. Trotzdem, er hat für mich nichts getan. Also die Zeugenaussagen sind soweit ja auch stimmig und glaubhaft. Was wir jetzt brauchen, sind noch mehr Sachen, die ganze Sache so ein bisschen wasserdicht machen, auch später vor Gericht, ja, dass er da nicht mehr rauskommt irgendwie. Und um ihn zu überführen, würden wir jetzt gerne um Ihre Mithilfe bitten. Ja, aber was kann ich denn tun? Ja. Na, Sie könnten bei ihm eine Falle stellen. Genau. Und Mikrofone und Kameras bei Ihnen in der Agentur installieren.
einfach mitspielen. Ich bin mir sicher, dass wir den Herrn Klein jetzt überführen werden und er uns in die Falle tappt. Denn er hat ja keine Ahnung, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Ich werde gleich die Familie Tewel anrufen und ihr die guten Neuigkeiten weitergeben. Ja, und jetzt brauchen wir ein bisschen Geduld. Carsten Klein, der Mitarbeiter einer Adoptionsagentur, hat dafür gesorgt, dass dem Ehepaar Tewel Adoptivsohn Farid weggenommen wurde und sie sogar wegen Kinderhandels angezeigt wurden. Anwalt Ralf Vogel will dem Angestellten ein Geständnis entlocken und hat dafür von der Polizei Kameras in seinem Büro installieren lassen. Nadim möchte ihnen helfen und spielt den Lockvogel. Was, bist du verrückt? Komm rein, komm rein! Ich hab dir 1000 Mal gesagt, dass du nicht in mein Büro kommen darfst. Ich will bei deinen Betrügereien nicht mehr mitmachen. Mann genug ist, sag ich ja wohl, oder? Nein, ich will keine arme Familien nicht mehr betrügen. Ich habe im Flüchtlingszentral gehört, dass der Farid nach Syrien muss. Dass ein Säugling in den Krieg geschickt wird. Du bist so ein Idiot. Natürlich sind die Eltern von Farid tot. Die Sterbeurkunden habe ich gefälscht, damit den Tewels das Kind weggenommen wird. Die hat eine Abreibung verdient. Aha. Dann hast du die E-Mail an der Agentur in meinen Namen geschickt. Wer denn sonst? Und wenn du jetzt beschließen solltest, auszusteigen, dann sorge ich dafür, dass du ausgewiesen wirst. Dieser Mistkerl hat meine Agentur benutzt. Ich fasse es nicht. Moment mal, woher wusstest du denn das mit der E-Mail? Ja, klar. Guten Tag. Was ist denn hier noch? Was wollen Sie denn hier? Herr Klein, schauen Sie mal in die Kamera. Einmal lächeln. Ist alles auf Band hier. Herr Klein, wir haben jedes einzelne Wort mitgehört, ja? Ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts auf versuchten Kinderhandel, sonstiger weiterer Betrugstaten und einigen Straftaten, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Ja? Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern, denn alles, was Sie sagen, kann möglicherweise im Verfahren gegen Sie verwendet werden. Liegen jetzt hier anscheinend. Das ist ein Irrtum, das ist doch klar. Sie haben unsere Familie fast zerstört, nur weil Sie so ein geldgeiler, rachsüchtiger Mistkerl sind. Ich hoffe, Sie schmoren in der Hölle. Frau Tewel, es tut mir wirklich leid. Ich bitte um Entschuldigung. Ich musste der Sache einfach nachgehen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Ja, solange ich meinen Sohn einfach wieder habe, ist alles vergeben und vergessen. Ich denke ja. Dem sollte nichts mehr im Wege stehen, nicht wahr, Frau? Ich denke nicht. Dankeschön, Herr Vogel, Dankeschön. Und auch Ihnen, Herr Alzino, vielen Dank, denn ohne Ihre Mithilfe hätten wir es vielleicht hier nie so geschafft. Ja, bitte. Herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr froh, dass Herr Alzino sich hier zu einer Aussage durchgerungen hat und nicht nur das und sogar als Lockvogel geholfen hat. So konnten wir hier den Betrüger überführen und dingfest machen. Und jetzt steht nichts mehr dem im Wege, dass die Familie Tewel endlich ihren Sohn zurückbekommt. Jetzt wird endlich alles wieder gut und ich kann meinen kleinen Jungen endlich wieder haben. Ich lasse ihn auch gar nicht mehr gehen. Ich bin so froh, Lutz davon zu erzählen. Carsten Klein hat alles gestanden. Er hat die Sterbeurkunden von Farids Eltern eigenhändig gefälscht, damit die Tewels den kleinen Jungen nicht adoptieren konnten. Sina und Lutz sind froh, dass der Albtraum ein Ende hat. Sie können es kaum erwarten, ihren Sohn wieder zu Hause willkommen zu heißen. Guten Morgen. Hallo. Da haben Sie den Kleinen wieder. Stellen Sie mal hin, er ist gerade eingeschlafen. Ja. Ja? Dann wollen wir ihn auch nicht wecken. Kleinen, da bist du ja wieder. Endlich haben wir es geschafft. Wir haben so einen kleinen Jungen wieder. Wir können jetzt eine richtige Familie sein. Und das haben wir alles nur unserem Anwalt, Herrn Vogel, zu verdanken. Ohne ihn hätten wir Farid vielleicht nie wiederbekommen. Wenige Monate später dürfen Lutz und Sina den kleinen Farid endlich adoptieren. Carsten Klein wurde zu einer Haftstrafe von 5 Jahren verurteilt. Nadim Alseno kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Dem Syrer tut es unendlich leid, den Tewels so viel Kummer bereitet zu haben. Um dem reumütigen Nadim die Sorgen um seine Kinder im syrischen Kriegsgebiet zu nehmen, hat Ralf Vogel es sogar möglich gemacht, sie nach Deutschland zu holen.